Hallo und herzlich willkommen zu meinem dritten Beitrag als Energiereporter. Ich stehe heute am Salzströmen, dem größten Gezeitenstrom der Welt. Der Salzströmen liegt nördlich des Polarkreises, etwa 30 Kilometer vom Zentrum von der norwegischen Stadt Bodø entfernt. Fast 400 Millionen Kubikmeter Wasser strömen hier innerhalb von 6 Stunden durch die 3 Kilometer lange und 150 Meter breite Meeresenge zwischen Skjærstad und dem Saltfjord. Der Wasserstrom erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 20 Knoten, das sind etwa 37 Kilometer pro Stunde. Die Strudel in diesem natürlichen Whirlpool haben einen Durchmesser von bis zu 10 Metern. Viermal am Tag, also etwa alle 6 Stunden, ändert der Strom dem Naturgesetz der Gezeiten folgend seine Richtung. Dazwischen liegt er für eine kurze Zeit da, bevor die Wassermassen mit voller Kraft in die andere Richtung strömen. Der Tidenhub ist allerdings nicht jeden Tag gleich stark. Hier spielen Mondphasen, Tag- und Nachtgleiche sowie Wind- und Luftdruck eine Rolle. Das Wasser führt auch Nahrung für große Fischwärme mit sich, die neben Meeresvögeln auch viele Angler anlocken. Das war es auch schon wieder mit diesem Bericht und ich freue mich schon jetzt auf den nächsten Beitrag als Energiereporter aus Norwegen.